Wo zum Geier? Was? Was ist denn hier passiert? Sag mal, ist das ein Komet? Sieht aber gefährlich aus. Geh mal nicht so dicht dran. Boah, ist heiß. Verbrenn mich jetzt schon. Was macht denn der Schneemann da unten? So sehr hitzeresistent. Der Komet hat ja ganz viel Lava erzeugt. Der Schneemann hält es da unten aus. Boah, mir ist jetzt schon zu heiß. Boah. Nicht daran. Da hinten ist noch ein Haus. Da ist noch so eine Baracke. Der Schneemann. Boah, wo bin ich denn jetzt hier reingefallen? Okay. Bitte? Ja. Alles klar. Puh. Wo kam der nur her? Der Komet. Was eingeschlagen, aber heftig. Heftigstens. Na, nicht so nah ran hier, sagte vorsichtig. Ah, heiß. Verbrenn mich hier noch. Ich falle hier noch in die Lava. Das wäre dann nicht so gut. Oh Mann. Ich will mir die Hütte dort angucken. Ja, war hier irgendwas vorher? Hat das irgendwas zerstört? Waren hier irgendwelche Landschaften drumherum um den Felsen hier? Da war hier vorher noch so ein kleines Hügelchen, glaube ich, so ein grünes Hügelchen. Aber wurde hier irgendwas großartig zerstört? Boah, der hat da einen großen Krater gerissen. Der Komet. Oh, heiß hier. Heiß, heiß, heiß. Vorsichtig. Sagte hier. Die Tür war fest verschlossen. Ja, hier kommt man nicht rein. Das ist wohl, ja. Kommt man wohl nicht so leicht durch die Tür. Ich versuchte die Tür aufzustoßen. Die Tür war fest verschlossen. Ja. Was haben wir denn hier? Auf jeden Fall seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Elodum zu einem neuen Part. Minecraft Chimney mit dem Zwergenfürst. Und die Zombies rennen hier schon rum bei Nacht. Die fühlen sich hier in der Nähe der Lava auf jeden Fall sehr wohl. Müssen hier aufpassen, dass wir in keine Schlucht fallen. Ja. Creeper, den greift nicht an im Kreativmodus. Gut. Holla, holla, da wurde der Frieden hier auf jeden Fall zerstört. Der Frieden der Landschaft. Des winterlichen Dorfes. Ja, da wohne ich jetzt direkt neben so einem Krater. Was soll man davon halten? Ja. Die festlich geschmückten Bäume sehen gar nicht mehr so festlich aus neben dem gigantischen Krater. Was, der glitzert so. Was ist denn der gebaut? Also gebaut nicht, aber was ist der geschaffen, dieser? Oh, heiß, jetzt nicht so nah dran gehen. Wir brennen uns noch. Das sieht nach einem Mondgestein aus. Das ist kein irdisches Material. Naja, was auch immer. Die Nacht ist dunkel und ja, und die Lava leuchtet hell. Skelette überall hier. Ja, Zombies. Der Händler. Ich suche da mal Unterschlupf. Ja, der Händler. Oh Mann.
Da draußen der Komet. Hier sieht man ihn sehr gut durch das Fenster. Oh Mann. Was hat es damit nur auf sich? Die Monster da draußen. Ja, die machen das den Anblick des, ja, des Kometen nicht gerade besser. Und wo ist eigentlich der Händler? Wo ist der hin verschwunden? Hat er sich auch verdünnisiert, als er den Planeten, den Planeten entschlagen worden hat, den Kometen. Ja, holla. Was hier passiert? Eine offene Falltür hier. Wo sind wir hier? Ach du Schande. Eine Falltür im Keller vom Händler. Der Händler ist der hier. Der hat hier keinen Gang. Vielleicht ist er hier lang. Ist er hier durch den Gang gelaufen. Vielleicht kommt ganz sachte hier, bevor uns noch mehr Gefahren hier warten. Wenn das nicht ein... Was ist denn hier los, wenn das nicht ein Gang ist? Oje, wo führt denn der hin? Wo kommt was zum... Ein Geheimgang? Sollten wir hier so ganz... ohne Beabsichtigung durchlaufen? Ich glaube, das ist nicht so ganz beabsichtigt. Ich glaube, das könnte einigen nicht gefallen, weil hier als Gast im Dorf so in den Geheimgänge durchwühlen. Aber egal. Ja, ich höre schon Villager-Geräusche. Also ich meine Elfengeräusche. Was mache ich hier? Naja, ich bin ein bisschen neugierig. Versuchen was rauszufinden. Was ist da? Was ist denn hier? Wo bin ich denn hier gelandet? Wow! Geschenke, sind das Geschenke? Holla, die Waldfee! Lauter Geschenke. Hier in einer großen Halle, wie es ausschaut. Alle hier untergebracht. Der Notausgang. Alles klar. Da wird wohl wer geflüchtet sein. Bei diesem Einschlag auch über der Erde. Wir sind hier scheinbar unter der Erde. Da würde ich auch fliehen. Der Notausgang. Was haben wir denn hier? TNT. TNT, okay. Scheinbar ein Elfenkostüm hier. Wow. Was ist das hier? Wo sind wir? Wo halten wir uns hier auf? Großes, riesiges Lager. Mit Geschenken. Was zum... Was soll das hier? Von wem gehören diese ganzen Geschenke? Holla, was... Was passiert hier in diesem Dorf? Was geht hier vor sich? Wo bin ich hier hineingeraten? Oh. Mann. Haben wir hier ein Geheimnis aufgedeckt? Und das wir vielleicht nicht erfahren hätten sollten. Oh je. Eine Treppe, die führt hinauf. Oh Mann. Ich hoffe, wir werden hier nicht von Leuten entdeckt. Wir sind ja nämlich ehrlich gesagt ziemlich illegal hier, glaube ich. Zumindest, dass wir hier nicht so sein dürften. Ich glaube, wir tarnen uns direkt mal. Ich habe doch hier mal die Uniform gefunden. Ja, hier gibt's doch die. Dafür haben wir hier die Kettenstiefel und so weiter. Ja, die
Arbeitsbekleidung der Elfen. Zack. Hier. So, noch die, das Oberteil und noch die Mütze auf. Dann sehen wir schon so aus, als würden wir hierher gehören. Zack. Ja, ja, wir sehen ganz bestimmt so aus, als würden wir hierher gehören. Ja, ich bin ein Elf. Das muss hier sein. Ich arbeite. Ich bin kein fremder Eindringling. Ich mache hier nichts. Ich muss hier sein. Ich bin nicht rechtzeitig geflüchtet. Ich bin, ja, ich bin nicht wie die anderen über den Notausgang entkommen. Ich bin hier noch übrig geblieben. Ich bin ein junger Elf. Ein sehr kleiner Elf. Oder ein sehr großer Elf, genau zu sein. Zwerge sind ja nämlich größer als Elfen. Aber unbedingt. Puh. Und wo sind wir hier gelandet? Ein Geschenk. Hui. Noch mehr Geschenke hier. Was? Hier lagern die Geschenke also. Alles klar. Okay. Jetzt kommt's zurück. Alles klar. Hallo. Eine Möbel mit einem Geschenk auf den Schienen wird wohl was transportiert. Aha. Alles klar. Hier ist der Fressschrank oder was? Speisekammer. Einen guten Hunger. Oh ja, hier gibt es viel zu essen. Auf, naja, da bin ich mal vorsichtig jetzt hier. Sieht zwar aus wie ein Elf, aber will jetzt hier nicht klauen. Will jetzt hier nicht böse werden. Hey, wo sind wir denn hier? Betten. Da schlafen also die Elfen. Oder was? Ui, das sieht nach einem Schlafgemach aus. Das sieht nach einer Fabrik aus. Ist das die Fabrik, die wir beim Ankommen hier gesehen haben? Die große, gigantische Fabrik. Tja. Was ist hier los? Oh. Wer hängt denn da? Die Rezeption. Guten Tag. So, jemand hier? Ja, ich bin ein kleiner Elf, der sich, ein ziemlich großer Elf, meine ich. Hallo? Jemand hier? Hier hängt auf jeden Fall jemand. Hallo? Ich bin ganz alleine. Ich hab den Schuss verpasst, sozusagen. Hallo? Können Sie mir helfen? Da hinten steht doch einer. Das sehe ich doch. Hallo? Können Sie mir sagen, wo ich andere Elfen finde? Na, der ist wohl nicht sehr kommunikativ. Der liebe Herr. Und was haben wir hier? Oha! Oh, schnell wieder zu hier. Oh, da brennt es. Na, was haben wir denn hier? Die Fabrik. Und da scheint Kohle drin zu liegen. Und hier wird wohl hergestellt. Scheint wie ein Ofen auszusehen. Ja, das scheint ein ordentlicher Ofen zu sein. Ist das die Geschenkfabrik? Ja, da sage ich auch. Hübsch habt das hier. Hier mit dem Schmuck an der Rezeption. Ja. Mittlerweile wird es wieder Tag geworden sein. Ja. Oh. Hier noch eine Falltür. Wollen wir noch mal Geheimgänge verfolgen? Ja, es ist Tag draußen. Und wir sind es tatsächlich in der Fabrik. In der Sternenfabrik hier.
Jetzt bin ich aber neugierig. Wo geht das hin? Wo geht diese Falltür hin? Da müssen wir hinein. Wir trauen uns mal. Na komm. Hinunter. Ich will mal genau herausfinden, wo es da hinein geht. Oh, jetzt habe ich die Falltür abgebaut. Davor nicht. Ich stecke fest. Hilfe. Hilfe. Stecke fest. In der Falltür. Ja, jetzt bin ich wieder raus. Hilfe. Ich will da runter. Ja, super. Das war wohl ein sehr enger Eingang. Ah, okay. Wo sind wir hier? Ein unterirdischer Swimmingpool. Aha. Okay. Ich muss ein bisschen planschen. In der Freizeit oder in der Mittagspause wahrscheinlich. Und dann hier wieder hoch, um weiterzuarbeiten. Ah, gelieft. So ein bisschen Elfenbad, so ein Elfen-Freizeitbad. Oh. Da geht's runter. Hinunter. Warte. Wo bin ich jetzt hier hineingeraten? Ach du Schande. Ein Geheimausgang. Wurde hier rausgespielt. Nach Feierabend hier mal. Um mich rausgespielt werden. Ah, okay. Ja. Den Hügel, den findet nicht niemand so leicht. Ja, okay. Ein geheimer Ausgang. Sehr cool. Und wie gesagt, schön, dass es da, wo das nur eine Fabrik ist, haben wir auch hier ihre Möglichkeiten. Hui. Jetzt mal wieder runter. Wir müssen mal hier die Falltür ersetzen. Nicht, dass das noch auffällt, dass ich hier gewesen bin. Wir wollen hier ja keinen Aufruhr verursachen. Falls das der Komet nicht schon längst getan hat. So, hier mal. Wo finde ich denn hier eine Falltür? In meinem Werkzeugkasten. Hier eine Falltür. Können wir mal da oben einsetzen. Bestimmt falsch rum eingesetzt, aber ich hoffe, das fällt niemandem auf. Hier der Gang. Wo geht das hin? Diese vielen Gänge hier. Hoi. Holla. Okay. Ah, hier noch so ein... Okay, da wurde wohl was. Ja, das war wohl, glaube ich, nicht so beabsichtigt hier. Ah, da könnte man auch noch... ja, keine Ahnung... Interessant, ja. Hier mal ein bisschen baden. Da wurde vielleicht auch von der Explosion so ein bisschen was weggesprengt. Der Komet, dass der so weit gereicht hat. Ja, vielleicht ist da nicht nur der große Komet eingeschlagen. Vielleicht auch so ein kleiner Komet, der hier ein bisschen was an Schaden angerichtet hat. Ja. Nicht schlecht. Die Sonne ist schon wieder am sehen können. Wie lange bin ich denn jetzt hier schon? Wie viele Tage bin ich hier schon in dieser Fabrik? Ich habe das Zeitgefühl komplett verloren. Sind es vielleicht Monate, Jahre? Ich weiß es nicht. Mir vergeht die Zeit ganz anders. Ja, du sagst es. Und was haben wir hier? Aha, das sieht doch nach nichts Geringerem als in dem Weihnachtsmann aus, die Weihnachtsmann-Uniform. Ah, okay, eine Truhe und da geht's hinauf. Ja, ich glaube, ein Elf sollte sich hier nicht so blicken lassen, hier in dem Weihnachtsmann-Gemächern. Ja. Und nun
Jetzt bin ich hier getarnt als Elf. Was mache ich nun? Wo sind die anderen Elfen hin? Und wo sind die alle hin? Sind die geflüchtet durch den Notausgang hier vielleicht? Was passiert mit dieser Geschenkefabrik hier? Und werden die Geschenke noch ausgeliefert, wenn keine Elfen da sind? Wird das hier was? Das ist doch ein. Das muss doch hier. Steht das ganze Geschäft still, das Weihnachtsgeschäft. Und hier niemand liefert den Notausgang. Sollen wir da mal hinunter? Und da mal nachschauen. Hier sind wir durchgekommen. Der Händler hat ja schon mal ein bisschen was zu tun. Ja, logisch. Ist der Händler so ein bisschen, ja. Der scheint so ein bisschen, ja, der Geldgeber so zu sein. Vielleicht hat er so Connections. Der Händler, ist logisch, dass das Händlerhaus mit der Fabrik verbunden ist. Wenn man sich's recht überlegt. Ja. Hier muss nur einer mal zurückschubsen. Ah, verstehe. Hier wird's produziert. Ein Klärchen. Na super. Da haben wir aber mal was entdeckt. Ja, ich hoffe, dass ich jetzt hier noch auf wen treffen kann, der mir hier weiterhilft. Oder dass ich hier einen Hinweis finde, was ich denn hier machen soll und wie ich... Ja... Jetzt bin ich eingedrungen, vielleicht, ja, vielleicht war das mein Schicksal, dass ich hier mal, wer weiß, vielleicht kann ich hier doch was Gutes tun, anstatt hier nur so rumzulungern. Naja. Na dann, ich würde auf jeden Fall sagen, Däumchen nach oben, sollte euch dieses Video, so ein neuer Part von Minecraft Chimney gefallen haben. Lasst auch ein Abo da, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid und ja kein weiteres Video mehr mit dem Zwergfest verpassen wollt, wenn ihr nicht verpassen wollt, wie es hier in der Elfenfabrik, in der Weihnachtsfabrik weitergeht. Ja, man sieht sich dann im nächsten Part oder in einem anderen Video auf meinem Kanal wieder. Bis dahin, ich würde mal sagen, haut da rein.